Das ist halt nicht zu unterschätzen, das Publikumsfutter. So. Mich würde mal interessieren jetzt, wir haben gar nicht über den Film geredet, nur über seine Einspielergebnisse. Trolls 2, ist der denn gut? Kann ich den? Wenn du den ersten mochtest, wirst du, glaube ich, den zweiten auch mögen. Der erste war überraschend echt. Irgendwie authentisch wirkte der erste so ein bisschen. Ich finde den zweiten nicht ganz so gut. Ich finde die Story vom zweiten noch ein bisschen eindimensionaler und lahmer. Ich hatte euch ja schon erzählt, worum es geht. Da war doch eh schon keine, oder? Aber ich glaube, du wirst ihn mögen. Okay, na gut. Ich kann an der Stelle Ritual empfehlen. Das fand ich bei Netflix ganz gut. Hat nichts mit Trolls zu tun, aber es hat einen ähnlichen roughen Charme, fand ich für mich. Ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. The Ritual, das Ritual. Der Horrorfilm. Wald? Ja. Was hat der mit Trolls zu tun? Nein, ich fand, dass der, nee, ich sag ja gerade, der hat nichts mit Trolls zu tun, aber ich finde, der hat einen ähnlichen, der wirkt ähnlich echt. Also der wirkt, ich habe den jetzt nur so erinnert. Doch, der wirkt auch, finde ich, ziemlich echt und authentisch. Oder ich habe mir gerade was Falsches gedacht. Okay. Ihr findet den offensichtlich scheiße. Nein, The Ritual finde ich super. Ich mochte den auch, ich habe nur diesen Gedanken. Also, hat er nicht auch dieses, naja, dass man so das Gefühl hat, der ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er gefilmt ist, ich habe jetzt keine Bilder mehr im Kopf, aber ich hatte den auch als glaubwürdig gefilmt in Erinnerung, so als könnte er wirklich passieren. Aber wenn ihr so reagiert, dann verwechsel ich das vielleicht. Doch, aber das. Aber ich fand den gut. Ja. Das wollte ich nur. Ich verstehe auch die Zusammenhänge nicht. Ja, beides, okay, kann ich dir sagen. Beides spielt viel bei Nacht, beides spielt viel im Wald, beides ist Handkamera gefilmt, beides soll aussehen, als wäre es echt passiert. Kann es sein, dass du nicht. Also. Deswegen frage ich ja gerade, verwechsel ich. Was sprichst du denn? Gibt es nicht noch eine Horrorreihe, die auch mit Trolls. Ich meine, wo sie den Troll jagen. Das ist heißt der nicht Troll Hunter. Das ist Troll Hunter. Ja, aber siehst du, da ist doch dann der Fehler. Das ist ja das, was ich meine. Ich denke die ganze Zeit an Troll Hunter. Meint ihr Troll, was ist Trolls? Das ist ein Animationsfilm mit ganz viel Glitzer. Diese blöden Figuren. Es gibt die immer noch? Ist das euer Ernst? Ja, jetzt verstehe ich aber, warum ihr euch so wundert. Aber jetzt ernsthaft, wir reden die ganze Zeit über diesen scheiß Trolls. Warum guckt ihr den überhaupt? Ich hab den nicht geguckt. Ich kenne weder den ersten noch den zweiten. Aber so wie du gesagt hast, allgemein, wenn dir der erste gefallen hat, ja. Nee, ich meinte. Ne? Aber Trollhunter ist geil. Ja, aber das, ich meinte Trollhunter. Der ist cool. Ich fand Trolls okay. Ich fand cool, dass du so ein großer Fan von Trolls bist. Nee, sorry, hasse ich. Fans the Feeling und die, so. Das waren die 90er, oder was? Mit diesen Haaren? Ja, ja, genau. Da kommen jetzt Filme. Ich muss ohne Scheiß. Ich habe keine Kinder, offensichtlich. Ich habe Kinder, ich habe Kinder. Für mich war das ganz klar, als ich dir auch den Link geschickt habe, war das ganz klar, dass das der zweite von Trollhunter ist. Nein, nein, nein. Oh, schade, ich hätte gern einen zweiten Trollhunter.